Das Wetter spielte mit am Wochenende und sorgte für eine belebte Halterner Innenstadt beim Heimatfest 2018. In der gesamten Innenstadt waren Stände aufgebaut. Die Stadtagentur Haltern, Geschäftsleute, Nachbarschaften und Straßengemeinschaften hatten sich wieder einiges ausgedacht, um die Attraktivität des Heimatfestes zu steigern. Also wir haben ja gestern unser 39. Heimatfest hier in Haltern am See eröffnet. Wir hatten viele Zuschauer und was richtig gut war, wir haben diesmal keinen Regen gehabt. Und waren viele Gäste in der Stadt. Ich glaube, alle haben sich darauf gefreut. Die meisten haben sich natürlich auf das Freibier gefreut. Anstatt 30 Liter wurden gestern 50 Liter durch den Bürgermeister Bodo Klimpel angezapft. Hat eine halbe Stunde gedauert, die Stimmung war dementsprechend gut. Wir haben knapp 200 Stände in der kompletten Innenstadt. Das heißt aber, das ist natürlich gemischt mit Imbiss, Getränkestände, Kunsthandwerkstände, alles das, was an Ausstellern da ist. Es sind auch viele fliegende Händler, die nur tagesweise kommen, das heißt am Samstag oder nur für den Sonntag kommen. Ja, also die Flächen in der Innenstadt und im Park sind alle gut gefüllt. Das Heimatfest startete am Freitagabend um 19 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich durch Bürgermeister Bodo Klimpel. Beim anschließenden Freibier fanden sich sehr schnell durstige Besucher. Als Neuheit auf dem Heimatfest gab es erstmals ein 30 Meter hohes Riesenrad. Dafür war der Schausteller eigens 700 Kilometer aus den 9 Bundesländern angereist. Ja, die ganze Stadt spricht darüber. Wir haben natürlich ein 30 Meter hohes Riesenrad von der Familie Sperlich und darüber freuen wir uns. Da haben wir 3 Jahre dran gearbeitet, dass wir dieses in die Stadt holen können. Und ich glaube, das ist eine super Attraktion, wenn man mal sieht, wie dieses denn betrieben wird und genutzt wird. Da freuen wir uns, dass die Familie Sperlich den Weg nach Haltern am See gefunden hat. Zum ersten Mal auf dem Heimatfest gab es Brot von der Backstube auf der Burg Fischering. Wir machen alles noch von Hand. Das Entscheidende wäre eigentlich, Sie kommen zu uns nach Lüdinghausen. Auf der Burg können Sie zugucken, wie wir im historischen Ofen der Burg backen. 800 Meter vorher haben wir eine gläserne Konditorei. Wenn ihr einen Schwenk macht, so groß wie das Fenster ist, haben wir auf der Straße ein Fenster und ihr könnt in den Betrieb schauen, was wir auf dem Fußboden liegen haben. Ins Auge stach auch der rustikale Stand mit finnischem Flammlachs. Betreiber Lauenburger kommt bereits schon zum 5. Mal nach Haltern. Naja, wir haben ja mit den Erfahrungen gezeigt, dass die Halterner halt spät zum Fest kommen. Ne? Tagsüber ist halt ein bisschen Familienpublikum und richtig los geht's halt erst abends. Ne? Naja, der Lachs ist gefragt. Ne? Wir haben uns mittlerweile nach 5 Jahren schon eine gewisse Stammkundschaft aufgebaut. Ne? Auf dem Alten Markt, aber auch im Kardinal-von-Galen-Park lockten verschiedene Bands die Besucher an. Das Gesamtangebot an Ständen und musikalischen Highlights kam bei den Besuchern gut an. Ja, wird jedes Jahr immer größer. Ich bin ja bis jetzt praktisch jedes Jahr hier gewesen, als Einwohner. Super, toll, haben die gut gemacht hier, ganz ehrlich. Sollte man öfter hingehen, schön. Am Sonntagmorgen besuchten Gäste der französischen Partnerstadt Rovarendin aus Anlass des 25-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft das Heimatfest in Haltern am See. Zuvor hatten die Besucher an einem Festakt im alten Rathaus teilgenommen. Bürgermeister Lionel Courdavaux und Bürgermeister Bodo Klimpel hatten sich in Festansprachen für das Fortbestehen der Partnerschaft ausgesprochen. Nach der Verteilung von Gastgeschenken besuchten die französischen Gäste einige Stände auf dem Heimatfest. Am Sonntagabend konnten die Organisatoren bei anhaltend gutem Wetter wieder eine positive Bilanz ziehen.